Guten Morgen, Tag 3. Wir gehen heute zum Himeji Castle und das ist ein Weltkulturerbe. Wie wird es nochmal genannt? Das habe ich vergessen. Schloss des Weißen Barons. Schloss des Weißen Barons, genau. Und das ist mega geil, weil es so ultra weiß ist. Ich kann mir das selber gar nicht vorstellen. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe das Video schon gesehen, also gibt es schon ein altes Video, das kannst du am besten selber mal verlinken. Und wir schauen uns jetzt das nochmal an. Mal schauen, ich bin gespannt. Los geht's. Auf geht's. Steigen alle aus und wir müssen jetzt schauen wegen Simis Ticket. Das ist im Bahnhofsgebäude und es regnet. Ja, also ich finde es geht, ist nicht so schlimm. Das ist so japanisch, ist richtig krass regnen. Wir gehen jetzt über die Straße drüber und das Spezielle beim Himeji ist, hier sieht man noch gar nichts. Hier so, hier ist das Bahnhofsgebäude, dann das JR-Gebäude. Das Ding ist, wenn wir jetzt so ein bisschen so an der Straße steht und ich weiß, wo das Schloss ist. Leute, ist halt das Schloss. Also wenn man hier über die Straße geht, dann sieht man das Schloss erstmal richtig. Es ist ziemlich geil. Da ist so eine Straße und dann sieht man das Schloss hier. Ja. Ich hab gesagt, das ist Film. Ja, hat das Schloss nicht schlecht gesehen? Ja, das sieht man auch erst von hier. Nochmal ein Update, ich habe vergessen, dass hier das Schloss direkt ist. Hier ist vor einiger Zeit am Himeji-Schloss, hier ist der Eingang zum Garten, wurde so eine Drohne dagegen geflogen. Unser Weltkulturerbe. Hier ist Drone Ban. Das Weltkulturerbe und hat, ich weiß nicht, ob es Schaden gemacht hat oder so, aber ja, ist halt trotzdem scheiße und deshalb ist es jetzt. Seitdem in Japan hier so ein bisschen kritisch und lohnt sich quasi nicht, eine Drohne zu fliegen, weil die Polizei da ziemlich streng ist. Habe ich schon einige Beispiele gehört. Ja. Deshalb ziehen wir uns jetzt hier einfach das Schloss so rein vom Boden. Vielleicht können wir ein bisschen GoPro-Drawing machen. Sieht richtig geil aus. So, wir sind jetzt im Schlosspark von Himeji. Hier ist das Schloss. Das sind so typische Bäume, typisch japanische. Das sieht ziemlich cool aus. Wir machen hier mal die Runde. So, also wir haben hier eine ziemlich schöne Aussicht. Sieht ziemlich cool aus. Jetzt haben wir noch die zweite Kamera hier. Wir haben gerade die Diskussion, ob man. Also, wir hatten eine Idee und zwar GoPro-Throwing, quasi das Case und GoPro rum und so ein Seil dran machen. Ich habe mir letztens so ein Seil gekauft, habe ich jetzt leider nicht dabei. Und dann quasi so reinschmeißen. Und dann wird das Footage ziemlich geil, finde ich. Aber genau ins Wasser. Das hat die Diskussion. Wenn das Seil oder so reißt, ist es wert, dann quasi hier reinzuspringen und die zu holen. Also ich habe gesagt, ich würde es machen für meine 80 Euro Fake GoPro. Ich weiß nicht, Simi ist so zwischendrin Richtung Main. Okay. Ja, ist schwierig zu sagen. Also ist natürlich unter der Voraussetzung, dass das Seil reißt und dass die GoPro dann unten in diesem Teich liegt, der ziemlich dreckig ist. Heute ist richtig kalt, es regnet. Wir haben kein Handtuch. Also ich denke, ich würde es machen. Also wir haben eingekauft und jetzt treffen wir unsere zwei Freunde. Wir kennen die noch nicht. Das ist eine Freundin von einer Freundin. Und die eine Freundin, die ich kenne, ist nicht dabei. Also irgendwie nur ihre Freundin. Ja, wird hoffentlich lustig. Wir gehen auf jeden Fall Karaoke.
wir sehen uns gleich. Hier ist JR Himeji. Das Geile an dem Bahnhof ist, hier ist halt, ja, ziemlich geiler Blick. Sieht ziemlich geil aus, ich feiere das ziemlich. So ziemlich alle Touristen, die hierher kommen, sehen das hier. Und vielleicht kann man ja mal hier durch ein Fenster spähen. Ja, wird schon sehr wackelig hier mit 120-fachen Zoom. Aber, ja, sieht ziemlich geil aus, finde ich. Die Touristen schon ziemlich was zu sehen. Es ist zwar hier in Himeji gibt es nicht so viel anderes als dieses Schloss, aber es ist halt dieses Weltkulturerbe. Und ja, wir haben ja Freunde, wir können mit denen Karaoke gehen. Und wir sehen uns gleich mit den neuen Freunden. Bye bye. Freunde schon verabschiedet. Wir mussten zum Bahnhof relativ früh schon weg, weil jetzt haben wir uns entschieden, nochmal zum Himeji-jo zu gehen, zum Schloss. Und es ist beleuchtet, wie beim letzten Mal schon. Diesmal nicht in Pink, aber sieht trotzdem nice aus. Und wir schauen mal hin, wollen ein bisschen chillen. Man sieht sich. Bye bye. Also, wir haben hier unser Restaurant gefunden. Das gleiche gibt es in Sanomiya auch. Gehe ich so oft hin. Guten Appetit.